Nee, doch nicht 6. Lief doch letztes Mal ganz gut. Ja. Aber ja. Ich glaube, jetzt sind uns Gegner besser. Jetzt sind wir immerhin trainiert. Ich hatte mir das mal ganz kurz angesehen. Ich habe gesehen, dass du bis da rechts runtergefahren am Start. Das probiere ich mal. Ja, das bringt so ungefähr 200 oder so. Das sah noch mehr aus. Aber ja, gut, ich weiß immer noch nicht, wie man die letzte Kurve fährt. Ich werde jetzt wieder versuchen zu safen, weil die letzten zwei Runden hatte ich ja gecrashed. Ich versuche wieder den Pace von vorhin zu haben. Ja. Ich glaube, Radiance ist nicht schlecht auf dieser Map. Ist der irgendwo schlecht? Ja. Auf den Ice Maps. Also auf 18 hätte ich schon Lust. Ich auch. Also auf der könnte ich, glaube ich, gut mithalten. Zwar über eine Sekunde hinter WR, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, mir ganz zu schnell. Kugo. So eng. Oh, nice. Okay, die haben gefällt. Das war meine Hoffnung. Ja, es war 1,45. Nee, 1,46. Aus. Ja, ich habe die letzte Kurve jetzt auch nicht gut. Oh, schade. Sorry. Ja, den hätte ich haben können mit der besten Kurve. Marius Gogo, ich könnte vielleicht ersten holen. Ist recht eng. Vielleicht. Yes. Wow. Oh, nice. Das ist DB übrigens bei mir. Oh, nice. Gogo. Aber ich war auch erster. Was riskiert denn das Beende, bitte? Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Aber die ersten zwei Runden hat Radiance gecrashed. Also, das war die erste, die er jetzt reingekriegt hat. Ja. Sieht gut aus. Oh, nice. Ja, safe. Wir waren 1, 2, 3. Ja. Das sieht man. Ja. Ja, gut, dass keiner von uns gecrashed ist. Das sechste Motto. Sehr schlechter Start. Ja. Let's go, go. Ach, kacke.
Vielleicht zu viel. Finished? Ja, nee, ist egal. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob sie 1-2 oder 1-3 hatten. Dreimal in Folge eine Komma 9. Ja, gut, gut. Meinst du? Yes! Ah! Oh, nice! Gute Sex. Nochmal kommt. Nee, nicht 0,9, 0,0. Na gut. Eieiei. Das war eigentlich echt schlecht, aber hat gereicht. 13, schon wieder. Genau das gleiche Match wie heute Morgen. Was? Ist ja überhaupt keine Abwechslung hier. Was soll das? Eigentlich ist es perfekt, weil wir haben jetzt die Maps schon gefahren. Wobei das bei dieser Strecke bei mir heute wirklich nicht gut aussah. F1 herbe Enttäuschung mal wieder. Weil ihr auch für Verstappen wart oder fandet ihr das Rennen langweilig? Weil ich fand, das ganze Rennen über war spannend, weil auch einfach das Fernduell fand ich spannend. Ja, für ein Spannrennen war das so spannend, wie es wohl eben geht. Und also der DRS-Train am Ende, der war schon geil. Aber das fand ich witzig. Ja, genauso wie eben. Dann haben ich hatte so sehr gehofft, dass Alonso aus den Punkten rausfällt, damit Alpine nicht die extra Punkte kriegt, falls jemand tatsächlich auf Alpine gegangen ist. In dem Manager-Spiel. Aber wenn Radiance auf den Skip geht, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen. Macht der Safe nicht. Eine Chance auf 1-2. Ich habe eine Chance auf 6. Ich habe voll verkackt. Scheiße, sorry. Ich war im letzten Checkpoint noch 6. Was hat er denn im letzten Sektor gemacht? Also ich habe auf jeden Fall was im letzten Sektor gemacht. Oh Mann. Ja, so ganz knapp die Position verloren. Ich war zu weit innen, da musste ich gegenlenken und dann bin ich da komplett rumgebounced auf der Bump Road. Ich muss sagen, wenn wir mal alle vier da sind, darf gerne Bird diese Strecke anstelle von mir fahren. Weil die liegt mit null. Also ich kann das noch nicht mal safen, diese krass Uphill-Stelle. Ich weiß nicht, wo mein Auto da hinfährt. Ich gehe geführt relativ weit. Ja, aber ich bin dann häufig zu weit. Dann verliere ich komplett den Grip und komme überhaupt nicht mehr rum in die Kurve. Ich bin Fünfter. Nice. Ja, nice. Oh, aber wie knapp. Alter, 2000. Ja, der J-Nick, der ist jetzt zwei. Ja, obwohl, nee, das erste Runde war das Shake Ray. Ja. Ja. Beide einmal verkackt.
Ich bin nicht auf dem Plan. Ich habe eine etwas bessere Punkte als sonst. Ja, sieht aber so aus wie 2 und 5. Moment. Noch besser, ja. Vielleicht, wenn ich den noch einen noch kriege. Oh. Sorry. Oh, ich bin 5. Vielleicht finisht der eine nicht. Findest du? Ich finde nicht. Ich bin nicht. Oh, schade. Okay. Ich war nah dran an Shake Ray. Hätte was werden können. Ziemlich eng. Ich hab den Sprung nicht geschafft. Ah, ich mach das. Ich werde überholt. Ah ne, er ist gecrashed. Nice. 1 und 3? 1 und 2? Nice. Ich verstehe aber nicht, warum ich den Sprung nicht geschafft habe. Ich habe guten Speed gehabt, nur ganz, ganz kurz gebremst und dann. Aber noch nicht. Ich hab den Frontflip da gemacht. Dann... Ja, der ist immer cool. Es wurde bei mir direkt geklippt, dass ich das einmal Matchmaking gemacht habe, aber eigentlich ist das total normal. Ja. Bringt ziemlich weit, aber. Ja, das reicht. Habe ich gut aus. Ist ein schlechtes Ende, aber reicht ja. Eins noch. Ich hatte wohl sein. Nee, sehr weit. Ach, glaube ich, glaube ich. Halt's nicht. Geht. Ah, oh, yes. GG. Boah, nice. Also, es ist erstaunlich schnell und deutlich ausgegangen. Es hätte so ganz anders sein. Wir hatten echt viele 11-10-Sieger. Ja, ja, stimmt. Es hätte so anders laufen können, das Match. Oh ja, solide. Ich meine, wir sind relativ konstant durchgekommen. Ja. Und das war's jetzt für uns, ne? Wir sind durch. Hä? Und schon wieder diese als nächstes. Aber die ersten beiden waren ja. Nee, die waren auch in der gleichen Reihenfolge. Ja. Ja, also. Vielleicht sind das die Tracks of the Day. Na gut, dann ging das ja recht schnell. Aber ja, das heißt jetzt, wir sind jetzt durch. Also wir müssen dann nächste Woche nicht mehr fahren. Nice. Also theoretisch gäbe es dann halt nochmal 4 Matches, genauso wie dieses Wochenende, nächstes Wochenende. Aber das ist dann nur für die, bei denen es dann nicht sicher ist.